Hallo vom Fuße des Liliensteins. Ich wollte euch als erstes erstmal mein Zelt zeigen. Den Link zum Zelt packe ich in die Videobeschreibung, weil ich bin echt mit zufrieden. Es ist ganz leicht. Man kann es auf Mehrtagestouren mitnehmen. Schaut mal als erstes, wo ich hier bin. Ich bin hier direkt am Fuße des Liliensteins im Elbsandsteingebirge. Hier ist der Lilienstein. Und Cassie hat ein bisschen Ausdauersport gemacht. Mein Zelt ist ein Zelt von VD. Ich zeig's euch mal etwas näher. Da könnt ihr sehen, wie es heißt. Es heißt VD Hogan UL Argon 1 bis 2 Personen. Und es wiegt 1490 Gramm. Ich denke, das ist ein tolles Gewicht für mehr Tagestouren, um mit dem Zelt unterwegs zu sein. Passend zum Zelt habe ich mir eine wasserdichte Bodenplane gekauft. Die gibt es direkt in Zeltform sozusagen. Und die lege ich immer drunter. Als nächstes kommt das Innenzelt. Das lege ich direkt drauf auf die Unterplane. Ja, so sieht es jetzt aus. Hier ist auch gleich der Eingang. Jetzt kommt das Gestänge. Zu guter Letzt kommt noch die Außenhaut darüber. Diese befestigt man hier mit so Clips ans Innenzelt. Jetzt noch die Heringe befestigen und fertig ist es. Mit zwei Personen wird es recht kuschelig, aber es ist ja auch nicht verkehrt, oder? Hallo! Und eine zweite Person hätte auch noch Platz. Hört euch mal diese Geräusche an. Wer weiß denn, was das ist? Als wir hierher kamen, habe ich einen Fuchs gesehen. Machen Füchse solche Geräusche? Cassie guckt auch schon, was da ist.
Hört ihr das? Die Grillen? Jetzt haben wir die Elbe gefunden. Dort hinten um die Ecke ist die Bastei mit dem Kurort Raden. Das kennt man eigentlich, ist ganz bekannt. Da habe ich auch ein Video davon. Schnökert mal durch die Playlists bei mir. Hier muss ich ein bisschen auf Cassie aufpassen, da die Strömung so stark ist. Die werden mir schon mal bald abgetrieben im Wasser. Muss ich sie retten.